Ist das witzig, Fritz? Verpiss dich, ey! Dummer Wichser. Blöder Wichser. Warte, ich kann du Hurenborg. Horn. Wolltest du gerade einen Tintenfisch angeln? Geht nicht, das ist gerne. Kann ich dich bitte verpissen? Blöder Wichser. Ich mach nichts. Selbst killt ihn gleich. Nein! Dass er dich getrollt hat. Na, mein Fahrer nicht. Ich will nichts tun! Motorboot? Ja, ja. Na, Luca, hast noch Luft? Nein. Oh Gott, oh Gott. Aua, aua. Und jetzt, jetzt bin ich scheiße. Luft. Ja, ich weiß. Wolltest du mich schlagen, du Hurenkopf? Ja. Ich kann jetzt hier drauf rumgammeln. Erstmal die Luft holen, Mann. Hör doch auf! Ich hab noch ein halbes Herz, ne? Nur zur Info. Ja. Ich weiß ja, wie oft er dich schlagen muss, damit du stirbst. Ja, einmal! Ja. Danke, dass du dann nur noch vorhin gerechnet hast. Brauchst du essen, Vincent? Ja, bitte. Ja, komm mal her. Komm her. Ja, dann halt nicht. Ja, dann schmeiß das Essen hier hin. Hä? Ah. Wir machen es wie im Breaking Bad, weißt du? Wir müssen noch hier so Schrottplatz bauen. Hier ist der Stoff. Oh, wird schon wieder Nacht. Oh mein Gott, ey. Boah, Alter, ich war schon Level 30, ey. Ja. Da kam er so gar nicht. Ja, jetzt geht dein Karma wenigstens runter. Ja, wie tief das Meer einfach geht, ist klar, Mann. Ja, ich bin richtig weit von euch weg. Na, Luca? Was geht ab? Komm her, Fritz. Ja, weißt du, wo ich bin? Arsch. Wo wir vorhin waren. Mein Boot ist kaputt. Uhuhu, ist mir ins Wasser gefallen, dann hole ich das kurz. Einmal, ich bin doch hier schon direkt neben dir. Ja, ja. Ja, da ist was im Wasser gefallen. Steine und... Ich komme jetzt eh runter. Wir haben ja jetzt eh hier Luft, siehst du? Aber jetzt kann dann ich Spitzhacke. Und da hinten ist noch was. Ey, Eisen? Ist Eisen? Nein. Ich habe kein Eisen, Mann, im Winter gehabt. Nein, nein, hier. Muss ich kurz Luft holen. Hier kannst du Luft holen. Ja. Da liegt noch Kohle oder so ein Scheiß. Im Bildschirm ist hart dunkel, Mann. Back to the roots. Ne, back to the roots. So, was war das jetzt? Eisen, ich wusste es doch. Hier ist noch Kohle. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Aua. Hat noch ein Stück Eisen, ne? Gefunden. Cool. Hot Topic, jetzt erst? Hey, guck mal, ein Zombie. Ey, du, hier liegen noch Fackeln von dir. Nice gemacht, Basti. Trappen, was du willst, du bleibst trotzdem du. Da fällt mir gerade was ja, ein, wenn du, weil du gesagt hast, rappen. Also, nein, rappen. Weil du gesagt hast, rappen. Da fällt mir gerade was ein. Ja, der Fisch ist weg. Was denn? Achso, soll ich erzählen? Alles klar. Gestern Nacht, ne, also bei Bäcker muss man ja früh aufstehen, wisst ihr ja. Ich bin immer um 4 aufgestanden, 4 Uhr morgens und muss dann immer um 6 anfangen. Und um mich fertig zu machen und so, hat halt, ja genau. Was ist Programm? Und weil ich immer so früh aufgestanden bin, bin ich halt auch früh ins Bett gegangen immer. Keine Ahnung, ich glaube so um 7. Und deswegen... Um 7 bist du ins Bett. Ja, also 7 Uhr abends. Oh, fuck. Damit ich ausgeschlafen bin am nächsten Morgen. Und am Samstag, also gestern am Freitag... Leute, Monster Hunter, warum habe ich das nicht bekommen? Weil du wahrscheinlich noch keinen Time to Strike gemacht hast. Ja, doch, du hattest doch, klar. Habe ich schon mal? Egal. Am Freitag, da war ich so übelst müde, habe so gedacht, ja, schlafe ich jetzt, schlafe ich nicht. Ja, okay, schlafe ich, ne? Meine Schwester klingelt. Ich war übelst angepisst.
Übrigens fehlt meine... Ach nee, doch nicht, fehlt doch nicht. Und ich kann nicht gleichzeitig spielen und erzählen, Alter. Und dann kann ich mich nicht richtig konzentrieren. Und dann bin ich halt so wieder aufs Sofa gegangen, hab halt den Fernseher ausgemacht, hab mir die Decke geholt. Und es war halt dann so 7. Ja, ich wollte eigentlich nur eine Stunde pennen, ne? War so 7 Uhr, wollte ich bis 8 Uhr pennen. Ey, das ist ein Enderman. Hallo. Oh Gott, hab ich ihn angeguckt. Ich hab ihn angeguckt! Wasser! Nein! Loser. Hört das Geräusch. Ja. Habe ich mir halt so einen Wecker gestellt bis um 8. Und ja. Hat aber alles geklappt, ne? Wecker hat bestimmt geklingelt. Das Blöde, ich hab den Wecker nicht gehört. Ja, ja, ich habe auch das lauteste Lied. Er war gestern nicht mehr an. Ja. Und es war auch das lauteste Lied, was ich hatte. Und auch das auf allerlauteste Lautstärke gestellt, hallo Creeper. Und ich bin einfach nicht aufgewacht und ich wollte noch Batman gucken, ja. Damit ich ein bisschen wacher bin. Okay. Und naja, dann bin ich halt ungefähr um 0.50 Uhr aufgewacht, hab mich so gewundert, hä, warum ist es denn dunkel? Oh nein, ich bin eingeschlafen und nicht mal aufgewacht. Hab mir so gedacht. Ja, scheißegal. Kannst du auch durch bei den letzten Stunden. Naja, ich hab 5 Stunden geschlafen oder so. Hab mir gedacht, ja toll, jetzt kann ich entweder nicht einschlafen oder ich kann einschlafen. Da hatte ich keinen Bock zu schlafen. Den Bock. Ja, ich hatte noch ein paar Folgen South Park geguckt und dann auch groß der Prinz von Bel Air oder so. Habe ich es noch vorher nie geguckt. Werde ich auch nie wieder gucken. Und dann war es ungefähr 2 und dann bin ich ins Bett gegangen und pass auf. Und jetzt kommt halt die Geschichte, die ich eigentlich ansprechen wollte. Juhu. Nur die Vorgeschichte ja, dazu. Ich weiß nicht, wo unser Haus war. Wo war das nochmal? Naja, und dann bin ich halt... Ich bin halt, ja, keine Ahnung was. Ja, ja, bin also ins Bett gegangen, aber halt so geschlafen und irgendwie bei Prinz von BR haben die halt so oft gerappt, ne, und dann hab ich irgendwie von SpongeBob geträumt oder so. Ihr alle kennt ja SpongeBob bis Basti vielleicht. Kennt's auch nicht. Oh, 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 oh. Und, ja, dann hab ich halt von dem geträumt, dass ich mit dem Rap-Battle mache. Und dann habe ich irgendwie auch noch gewonnen. Ich keine Ahnung wie, ich hatte irgendwie 68.000 Punkte und der nur 20.000. Keine Ahnung. Und ihr kennt ja diese 5 Minuten Tarinen, ne? Ja. Und wir haben so im Real gerappt. Und eigentlich mag ich ja gar nicht so gerne Rap. Also vor allem von dem nicht. Ohne Spaß, Vincent. Nein! Pass auf, es kommt jetzt. Kommt jetzt, es ruckelt extrem gerade. Und dann habe ich halt gewonnen und der Gewinner bekam halt so eine 5-Minuten-Tarine, also halt einen Spruch konnte der drauf machen. Und ich habe halt Över genommen. Was die weiß, von ich rede. Över. Ach, Över. Ja. Dann stand da drauf, Över 5-Minuten-Tarine. Ja, Basti, willst du erklären? Na gut, dann erkläre ich. Also Basti meinte, also Basti und sein Bruder haben mal Scrabble gespielt und dann hat er halt so ein Wort genommen und also halt das Wort A. Und Basti meinte, das ist kein richtiges Wort. Also A, die Anrede, ne? A, ja, Leute. Ja, und da hat er gesagt, ja, A ist doch kein Wort, da kannst du auch gleich das hier machen. Dann hat er irgendwie aus der auf die Tastatur gehauen, dann kam irgendwie das raus. Hört sich zumindest besser an als ey. XCVCV. Ja, aber selber mal auf die Tastatur. Warte. Aber wie geht eben so? Also, Kopf auf die Tastatur. Dann kommt das raus. Ja, toll. Ey. Ist eine 1 oder ein L? Wenn du mit dem Kopf auf die Tastatur haust, dann kommt dein IQ raus und zwar L. No. Der lacht. Ah, ich sterbe immer an. Oh, mein Spitzhacke ist nicht da. Wo ist mein Ey Luca, du kennst doch bestimmt das Lied Baby Don't Hurt Me, ne? Oder What is Love, ja. So heißt das. Davon gibt's eine App mit 8 Bit, ne? So ein 8 Bit.